Jansky-Video ist da. Na gut, dann ziehen wir uns heute noch Jansky rein, oder? Und dann mal gucken wir uns die Rigs an, Chat. Damit wir ein bisschen YouTube-Content haben. Der Titel verspricht viel. Bremspunkte sind optional. Bremspunkte sind optional. Okay. Ich bin ja mal gespannt, ob aus der VEM da irgendwas kommt. Oh, das Cover sagt auch schon wieder alles aus. Das Cover sagt auch schon wieder alles aus. Okay. Moin Leute. Oh, das ist ein bisschen. Das ist doch Krodonas, das höre ich doch, oder? Sascha hier und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, Gumball fährt aus der Box. Es ist aber auch wirklich, muss man sagen, manche Boxenausfahrten sind auch wirklich sehr heimtückisch. Also gerade jetzt Spa zum Beispiel. Spa ist eine ganz wilde Boxenausfahrt, die finde ich katastrophal und Spielberg gehört auch dazu. Und Watkins Glen. Max hat der Schikane. Korrigiere, dreimal weggeworfen. Und ich fahre mit Profis. Oh, guck mal, da vorne dreht sich er weg. Green light, green light. Jo, tschüss, Passi. Was ist das für ein Scheiß, Alter? Car on the left. Oh oh. Was ist denn das, Alter? Mann! Die Bob funktioniert gut? Fragezeichen? Car on the right. Clear on the right. Alter! Was passiert hier? Achtung! Aber gut reagiert. Alter! Gumball, mach dich bereit! Hallo, bitte nicht! LOL! Yo! Hey! Please! Okay. Too right? Alter, wie zieht denn der Benzer? Alter Verwalter, der hat ja richtig Zucht drauf. Wo willst du da hin? Oh, aua! Wer war das denn? Wo will ich denn hin? Bleiben wir richtig stehen, ich glaub nicht, ne? Nö. Maga, wie oft das schon passiert ist, dass du nicht richtig in die Box reingefahren bist. Oh, und du stehst und wartest und machst und tust. Und es tut sich einfach gar nichts, weil du nicht weit genug nach vorne gefahren bist. Ah, so geil, ey. Das ist so ärgerlich, Mann. Hallo? Ist das hier der AC-Bug? Was ist das? Hallo? Hallo? Was ist das denn? Hallo? Wie krieg ich einen Stopp, Alter? Was ist das für eine Scheiße? Aber eigentlich steht er doch weit genug, oder? Lol, der Motor. Der Motor war. Der Motor war noch an. das ist ärgerlich. Der Motor war jetzt nicht. Ich hab doch hundertprozentig auf diesen Knopf gedrückt. Wahrnehmungsstörungen sind auch schon drin. Ja, perfekt. Bam! Ja, KTM ist halt immer noch ein Blindgänger. Car on the left. Clear on the left. Got some light damage on the front. Nein! Das war ein bisschen viel! Was macht der 935 da vorne? Oh, er räumt den AMG ab. Nein, nein! Das kann nicht sein! Ja. Karma, guckt euch das jetzt im Rückspiegel an. Ja! Ja! Kudos! Könnt ihr bitte dieses Cutout jetzt schon nerven, oder was? Top Bob. Ist das auch GT2? Tschüss. Warte. Aber jetzt ist zu hinten. Ja, ich bin jetzt mal hinten. Nee, oder? Ja. Doch, das geht jetzt mal. What the fuck, Alter? Was ist hier los? What the fuck? Aber schön ausgewichen. Okay. Oh. Das fährt ja nicht mehr unfahrbar. Scheiße. Oh, das fährt jetzt sogar fast gut. Oh, Gott. Jetzt nehme ich jetzt rechts durch. Oder nach rechts. Das war ja. Es fährt sich fast gut, ja. Und dann kam die gelbe Wurst. Was geblinkt hat. Oh mein Gott. Oh, danke.
Oh, nein! Ich hab ein UL gemacht. Ich hab die falsche Blinker benutzt. Ich wollte mich bedanken. Alter, wie viele Verlängerungen sind denn da dran? Ne? 1, 2, 3. What the f- Das sind schon ein paar Adapter. Ich wollte blinken, ich wollte Warnblinker anmachen. Was ist denn das für ein Wheel? Das ist ja die Zündung. Was fällt Codonas gerade für ein Wheel? Das ist nicht das KS-Wheel, oder? Ist das das KS-Wheel? Oh. Oh, Junge, dieses Leader Finish the Race. Ich dachte, das wäre jetzt meine DT. Ja. Die kommt jetzt, oder? Nee, doch. Dabei sein ist alles. Oh, guck mal, da vorne dreht sich ja weg. What the fuck? Ach ja, E-Sport. Wovor hat er denn Angst? Das tut doch nicht weh. Ich habe zumindest nicht vor ihm weh zu tun. Side ging es da in die Schikane rein. Bischoff musste abkürzen, hat das Auto zumindest komplett verloren. Jetzt Neues auf der Außenseite und Minar jetzt auch wieder im Spiel hier auf der dritten. Jetzt haben wir hier die ersten drei Positionen von einer halben Sekunde, 7 Minuten vor Schluss hier bei einem 90-Minuten-Rennen. Bischoff muss sich jetzt richtig breit machen, geht jetzt hier komplett auf die Innenseite. Oh, den hat Nils, glaube ich, kommen sehen, als er nochmal rechts gezogen hat. Aber Naujoks, obwohl er so viel schneller war, vorhin pace-technisch, kommt dann nicht mal easy dran vorbei. Einen Angriff haben wir gesehen, aber ein zweiter lässt im Moment auf sich warten. Wir sind ja schon in der letzten Runde. Oh, oh. Jetzt kommt der letzte Angriff von Nils Naujoks wieder. Cyberside geht's da rein. Ich hab's doch gesagt, er greift nochmal an. Bischof rutscht hier rüber. Naujoks geht vorbei. Minar könnte jetzt nochmal profitieren. Leichte Berührung. Mono, den können wir ausklammern. Wie gesagt, Bischof wird auf jeden Fall nur Zweiter werden. Zumindest erstmal. Mal gucken, ob es da nochmal eine Strafe dafür gibt irgendwann. Aber nein, lässt ihn nochmal vorbei hier. Also Stark Bischof Nils gewinnt das Rennen. Naujoks auf der 3, beziehungsweise auf der 2 nach der Stark Strafe. Nils. Stark. Sowas, das finde ich gut, dass sowas drin ist. Das ist ein absoluter Win. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Stark. Down at 20, just to give Mavix the position back. Now it's third. I think that was too harsh. I pushed him off. Alter, Junge, was ist das für ein Rennen gewesen? Junge, Junge, Junge. Also, ich habe keine Ahnung, ey. Also, auf jeden Fall Giga-Fairplay von Nils, aber kann auch sein. Die Schikane zu zweit ist sowieso unmöglich. Oh ja, Dario has 5 seconds, right? So I'm still P2. That Lol. Was perfectly played. Yeah. Oh, he just turns in. He forces the contact. I didn't push him wide. Yeah, you're right. I should have probably kept it. Naja. Oh! Fantastic also. Aha. Was kommt denn hier von Mr. Blatten, die Content-Maschine himself? Hallo, lass mir Platz, lass mir Platz, lass mir Platz! Tschö! Jo, hallo! Ja, hallo! Ich bin auch noch da! Das ist doch gar nicht mehr der Porsche jetzt hier, oder? Hat nicht Blatten letztens gesagt, das wird das Auto? Moment! Hat Blatten im letzten Video etwa geflunkert? Ja, hallo, ich bin hier! Hallo, bin ich unsichtbar? Ihr kleinen Vögel! Ich bin auch noch auf der Rennstrecke! Ihr kleinen Vögel hat mir ja gefallen! Darf ich drüber lachen? Mir ging's nicht besser. Vor allen Dingen darf ich nicht drüber lachen. Hm. Oh. Boah! Ja. Junge, ich bin ein Jedi-Ritter. Das war schon nicht schlecht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, was ist hier los? Stand da einfach. Oh mein Gott. Guck, das ist der 12. Platz, ich sag's doch. Wo fährt der Zell? Nope. Ich wusste es. Nope. Was ist da los? Warum bouncen die Autos so doll? Das ist so ein dummes Stück Scheiße. Ich bin halt schon ewig nicht mehr. Warum bouncen die so doll? Das war doch noch nie so, oder? Das zweite Mal. Jetzt kann ich P1 vergessen. War eigentlich P1, bis ich die Karre zweimal weggeworfen habe. Nope. Korrigiere, dreimal weggeworfen habe. Oh! Oh. Oh mein Gott, ich sehe gar nicht! Oh. Help! Nein!
Scheißauto! Ach Leute, was ist denn euer Ernst? Können wir das bitte nochmal sehen? Das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter. Ach Leute, was ist denn euer Ernst? Bam! Wie ein Hund. Maga, du willst einfach Platz lassen. Ey, es ist halt aber auch wirklich so bescheuert immer. Die Leute, die preschen da immer nach vorne und dann stehen da 100 Autos und dann sagst du so, komm, die Strecke ist ja, sagen wir jetzt einfach mal fiktiv, 3 Kilometer lang, machst du ruhig, lassen wir gleich ein bisschen Platz und die Leute jacken da immer durch und du denkst dir dann so, warum denn? Oh, ist das bitter. Aber jetzt muss ich kurz mal rausfinden, warum steht denn der eine da vorne? Ist der weggerutscht? Dreh dich doch rum, du Scheißauto. Oder stand der da länger schon? Ach Leute. Nee, der ist einfach gerade. Der ist einfach gerade ausgefahren. Warum auch immer? What the fuck? Eat? Oh, großartig. Boah, der kann Niklas froh sein, dass er die Hände nicht dran hatte. Uiuiuiui. Ich wollte mich damit verarschen. Schönes Video. Es gab ja schon lange kein Jansky-Content mehr von mir, was ja auch gar nicht so schlecht ist. Nein! Oh. Ich geklebt. Kennt euch doch, ihr Säcke. Jansky! So langsam wächst das auch mit mir, dass da jemand anderes das fertig macht. Also das einspricht. Ah, schön. Das, also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich cool, dass die letzten 2 Videos nicht mit angekündigten Dive-Bombs gewesen ist. Das macht die Sache wieder ein bisschen schöner und humaner. Weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich finde das sehr prima, dass das nicht mehr mit Synthi Dive und dann wird er reingehalten. Das finde ich cool. Das macht das ein bisschen angenehmer wieder zu gucken und erfrischender. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ne? Ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen will.